Marius Ebert hier. Wir sind in einer Videoserie, in der es um Vollmachten geht. Und in diesem Video hier betrachten wir die sogenannte Art Vollmacht. Und manchmal gibt es Worte, die schon durch ihre Wortkonstruktion den Inhalt verraten. Also ich möchte in diesem Video klären, was eine Art Vollmacht ist und vor allem, was derjenige, der auf diese Art bevollmächtigt ist, tun darf. Das heißt, es geht um den Umfang der Artvollmacht. Und im Grunde ist die Lösung schon vorgegeben, wenn wir auf dieses Wort hier schauen, Art, dann das zweite Wort Vollmacht. Vollmacht also für eine bestimmte Art von Geschäften. Vollmacht für eine bestimmte Art von Geschäften. Und das ist nur sinnvoll, wenn diese bestimmte Art von Geschäften regelmäßig anfällt. Also beispielsweise könnte es eine Vollmacht sein, die morgens eingehende Post öffnen zu dürfen. Ja, das passiert jeden Morgen. Jeden Morgen, na, nehmen wir mal an, es kommt halt noch Briefpost. Jeden Morgen kommt eine bestimmte Menge von Briefen, die adressiert sind an das Unternehmen. Und dann könnte Artvollmacht sein, dass der so Bevollmächtigte diese Briefe öffnen darf. Ja, das fällt regelmäßig an, ist wiederkehrend und nur da ist eine Art Vollmacht sinnvoll, denn wenn die Sache, um die es geht, nur einmal zu tun ist, dann ist es keine Art Vollmacht, sondern eine Spezialvollmacht und darauf gehe ich noch in weiteren Videos ein. Also eine Vollmacht für eine bestimmte Art von Geschäften, die regelmäßig anfallen, wiederkehrend, könnte man sich auch mehr merken, wiederkehrend, denn nur dann ist die Art Vollmacht sinnvoll. Es ist also eine Teilvollmacht von den vielen, vielen Dingen, die im Rahmen eines Unternehmens zu tun sind, darf der Bevollmächtigte diese bestimmte Art von Geschäften oder Handlungen tätigen. Alles Gute, Marius Ebert. Hallo, Marius Ebert hier mit einem Hinweis in eigener Sache. Dieses Video gehört zu meiner Internetpräsenz, die besteht aus Tausenden von visuellen und akustischen Lernhilfen. Und diese Plattform, diese Präsenz möchte ich gerne erhalten und ausbauen. Ich möchte das nicht deaktivieren müssen. Ich bin aber in einem Konflikt. Und der Konflikt resultiert daraus, dass auch mein Tag nur 24 Stunden hat und auch ich meine Rechnungen bezahlen muss. Meine Internetpräsenz geht vom kurzen Definitionsvideo über die Beantwortung von Prüfungsfragen, das Vorrechnen von Aufgaben bis zum Webinar, in dem kompliziertere Sachverhalte erklärt sind. Und alle diese Lernhilfen stelle ich der Internetgemeinschaft kostenlos zur Verfügung bisher. Mein Konflikt resultiert daraus, dass das Ganze mittlerweile eine Dimension erreicht hat, die von mir eine Entscheidung verlangt. Und zwar bekomme ich sehr, sehr viele Anfragen aus dieser Richtung der kostenlosen Nutzer, aber auch sehr viele Anfragen von den Kunden meines Shops. Und die Kunden meines Shops sind die, die bezahlen. Die anderen Leistungen, ich sagte es schon, sind kostenlos. Ich möchte gerne beides erhalten. Ich möchte im Sinne von Unterstützung, von Bildung, Unterstützung, von Hilfe
für Prüfungen. Es sind ja auch sehr, sehr viele konkrete Prüfungstipps von mir kostenlos erhältlich. Möchte ich das erhalten? Ich möchte es nicht deaktivieren müssen. Und aus diesem Grund, aus diesem Konflikt heraus, bitte ich Sie um eine Spende von mindestens 10 Euro. Überlegen Sie, ob diese Ressourcen Ihnen einen Nutzen bringen oder gebracht haben, der mindestens 10 Euro wert ist. Gerne mehr, aber mindestens 10 Euro. Das ist meine große Bitte, damit ich auch in diese Richtung weitermachen kann. Ich möchte auch das ausbauen. Ich möchte auch hier Anfragen und Anregungen, die kommen, beantworten, entsprechende Videos produzieren. Ich möchte diese Arbeit gerne fortsetzen. Nur damit das funktioniert, brauche ich Ihre Unterstützung. Meine Bitte also, noch einmal wiederholt, mindestens 10 Euro als Spende und leisten Sie doch, wenn Sie für sich entscheiden können, dass der Nutzen für Sie mindestens 10 Euro wert ist. Wenn Sie diese Frage für sich positiv beantworten können, dann leisten Sie doch bitte Ihre Spende über PayPal. Sie brauchen nichts weiter zu tun, als auf den Link unter diesem Video zu klicken und alles andere ergibt sich dann selbsterklärend. Das ist meine große Bitte. Unterstützen Sie diese Ressourcen, unterstützen Sie mit, dass Menschen dort Hilfe finden in diversen Situationen, oft Prüfungssituationen. Unterstützen Sie dieses Projekt. Bitte spenden Sie mindestens 10 Euro. Vielen Dank, Marius Ebert.